Nach der Grippe sorgt nun eine weitere Krankheit in Deutschland für große Sorge. Die Zahl der an Grippe Erkrankten nimmt drastisch zu. Wir haben alle Infos über die juckende Hautkrankheit für euch parat. Plötzlich juckende Haut, Pusteln unter den Achseln, im Intimbereich oder zwischen den Fingern. Das sind die typischen Symptome einer Erkrankung an Krätze. Doch so mittelalterlich die Krankheit auch klingen mag, breitet sie sich übereinstimmenden Medienberichte zufolge ganz aktuell flächendeckend aus. Laut einer nun veröffentlichten Grafik der Krankenversicherung Barme zur Ausbreitung hat sich die Zahl der für Krätze verschriebenen Medikamente im Jahr 2017 drastisch erhöht, um ganze 60% im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Präparate zur Behandlung wurden demnach in Nordrhein-Westfalen verschrieben. Insgesamt wurden 61.255 Fälle bundesweit gemeldet, wie unter anderem die Newspage Stern.de berichtet. Die Hautkrankheit ist zwar nicht meldepflichtig. Dennoch gilt, mit Krätze kann sich jeder anstecken. Die krankheitstypischen Milben bohren sich unter die Haut und nisten sich dort ein. Sie ernähren sich von Hautschuppen und Zellflüssigkeit, leben in der Regel aber nur in den obersten Hautschichten. Durch engen Hautkontakt mit bereits infizierten Menschen können Milben jedoch übertragen werden, und zwar unabhängig von der Hygieneroutine. Bereits eine trächtige Milbe kann dafür sorgen, dass 3 bis 5 Wochen später der ganze Körper juckt. Letzterer Effekt wird vom Kot sowie den Eiern der Tiere ausgelöst. Auf beides reagiert der menschliche Körper allergisch. Behörden warnen, vor allem in Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen ist deswegen nun Vorsicht geboten. Medikamente alleine helfen bei einer Krätzebehandlung nicht. Bei den ersten typischen Symptomen und dem Verdacht auf Krätze sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Das Fatale: Häufig wird ein Krätzebefall mit Neurodermitis verwechselt und erst Wochen später diagnostiziert. Wie die Behandlung dann aussieht: Mit einem Medikament werden die Milben in wenigen Tagen abgetötet. Allerdings muss nach der Diagnose auch zu Hause, ganz ähnlich wie bei Läusen, einiges auf den Kopf gestellt werden. Körperkontakt zu anderen sollte vermieden, Kleidung sowie Bettwäsche täglich gewechselt und bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Du hast nicht waschbare Utensilien eventuell kontaminiert? Sie sollten 1 bis 2 Wochen luftdicht verpackt aufbewahrt werden.